Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem Infovideo. Zwar geht es heute um das sehr große Projekt, was im September starten werden. Es geht um den Community-Tab, den vielleicht noch nicht allzu viele von euch kennen. Und es geht um ein neues System, was ich mir ausgedacht habe. Und wir fangen jetzt erstmal mit dem Community-Tab an. Jeden Montag bekommt ihr von uns ein Infovideo, nicht unbedingt, aber eine Information. Wie sieht das aus mit den Projekten? Wie weit ist der Upload von dem Projekt? Was kommt als nächstes? Worauf kann ich mich freuen? Wie sieht's aus? Jeden Montag bekommt ihr dann auf meinen YouTube-Kanal ein Community-Update. Wir versuchen das Samstag, Sonntag schon mal zumindest soweit fertig zu machen. Meistens ist es Sonntags. Das ist genau um Mitternacht um 12 Uhr, wie die Videos für euch verfügbar ist. Dann könnt ihr euch direkt reinschauen. Was hat der gemacht? Was ist geplant? Was kommt demnächst? Dann habt ihr so ein bisschen Überblick, auch wegen dem Hochladen. Es dauert leider sehr lange, weil wir maximal mit 8 Mbits hochladen können. Und wir haben halt LTE-Internet und dann hast du auch nicht nur 8 Mbits, sondern hast du auch manchmal nur 2, 3 Mbits, die du hochladen lassen kannst. Und die Videos sind teilweise, ich muss mal gucken, wie groß die sind. Stunde kann ich euch jetzt zum Beispiel sagen. Die Classic-Folgen habe ich ja auch schon, ich nehme einfach mal ETS 2, 5 GB. Das sind 18 Minuten. Ich nehme jetzt mal eine andere Folge, 27. Die sind 20 GB und das ist eine Stunde. Ja, also da seht ihr schon den Unterschied. Und ich habe halt eine gewisse Qualität, die ich haben möchte, und ich versuche immer noch dran rumzubasteln, wie das dann vom optischen und auch von dem Video sehr schön aussieht. Deswegen dauert das ein bisschen länger. So viel zu dem Community-Tab. Das große Projekt, was wird es sein? Es wird die Assassin's Creed-Reihe sein. Wir werden von Assassin's Creed 1 alle Teile durchspielen. Ich muss noch gucken bei den Teilen, fehlen mir DLCs, die storytechnisch wichtig sind. Fehlen mir irgendwelche anderen Inhalte oder Assassin's Creed-Teile, die ich jetzt noch nicht habe. Fällt euch jetzt eins auf? Sagt es mir bitte Bescheid, dann werde ich das nachordern. Valhalla habe ich jetzt geholt, da habe ich jetzt auch alle DLCs mit drin. Es wird ja auch noch einen neuen Assassin's Creed-Teil geben, und zwar Mirage. Den werden wir dann auch spielen. Den werde ich allerdings nicht sofort kaufen, sondern da werde ich jetzt erstmal warten, werde erstmal die anderen Teile spielen, und dann, wenn das Budget da ist, werde ich das dann bestellen, und dann werden wir uns das Ganze auch anschauen. Das heißt, ab 1. September, das ist ein Freitag, werden wir viermal die Woche Assassin's Creed spielen. Einen Tag werden wir dann ein anderes Projekt spielen, vielleicht ein älteres oder noch ein aktuelles. Einen Tag machen wir dann wieder den Koop, beziehungsweise zwei Tage Koop und anderes Projekt, und einen Tag machen wir dann Euro Truck Simulator. Deswegen komme ich jetzt zu dem nächsten Punkt, das kann ich einmal schließen, den Streamplan. Und zwar ist die Frage, habe ich bis September meine neue Leitung, ja oder nein? Falls ja, dass wir die neue Leitung haben, werden wir die Assassin's Creed-Reihe nicht auf Twitch machen, sondern auf YouTube direkt. Dann habt ihr die Möglichkeit, das euch direkt anzuschauen. Ich muss gucken, wie die Qualität dann auch dementsprechend ist. Das werde ich dann nochmal ankündigen und soweit testen. Zu dem neuen System, was ich mir ausgedacht habe. Wir haben leider viele Projekte offen. Wir kommen mit dem Hochladen nicht hinterher. Manche Projekte haken einfach. Das dauert zu lange, bis da die nächste Folge kommt. Was man auch so ein bisschen enttäuscht. Irgendwann ist, hast du mich gefragt, kommt eine, und dann dauert das wieder 3-4 Wochen, bis die nächste kommt. Wir haben Atomic Hearts offen, Classic, Life is Strange, Monster Crow, Rome, Witcher 1, Steel Rising, Kingdoms of Amalur. Das sind jetzt 8 Projekte, die ich jetzt offen habe, die ich jetzt hier aufgeschrieben habe. Die Koop-Projekte lasse ich jetzt einmal außen vor. Edinburgh Raft, Sons of the Forest kommt regelmäßig. Da versuche ich mit der Amy einmal die Woche aufzunehmen. Wir sind täglich im Kontakt und schreiben regelmäßig, um zu gucken, wann wir dann weitermachen. The Division haben wir dann noch, Stardew Valley geht auch momentan auch noch nicht weiter, weil Uni und sowas, deswegen dauert das momentan ein bisschen. Ja, das ist so viel dazu. Und zu den Projekten, also ich habe mir jetzt überlegt, wir werden Montag bis Mittwoch ist so der, sind so diese 3 Tage, wo wir die älteren Projekte machen, wie WoW Classic. Das würde ich ganz gerne jetzt vorziehen bis Level 80, sobald wir das erreicht haben, ist Ende. Werden wir das Projekt einstampfen, dann werden wir nicht weitermachen. Diablo 4 gibt es Kampagne nur noch. Nebenquest lasse ich erstmal weg. Wir werden vielleicht immer mal einen Season-Charakter spielen. Wann und ob wir das machen, weiß ich noch nicht. Aktuell mache ich Diablo 4 nur wegen den Drops, dass ich die bekomme, wegen den Themenbock-Kram. Ansonsten würde ich das jetzt nicht weitermachen. Und Donnerstag bis Samstag, da soll es dann ein frisches, neues Projekt geben. Und zum Beispiel Mad Games Tycoon 2. Mein Ziel ist es, einmal auf Normal zu spielen, dann irgendwann auf Legendär. Ich habe es schon angespielt, bin relativ weit gekommen, bin nicht weitergegangen, aber ich habe nichts gemacht außer Engines und Arbeitsaufträge. Und hatte eine relativ kleine Bude. Also im Endeffekt saß ich da und habe 8 Stunden nichts gemacht und habe nebenbei YouTube-Videos geguckt. Das ist nicht das Ziel. Auf Legendär würde ich ganz gerne mit euch versuchen, eine Taktik zu entwickeln, dass man auch Legendär schaffen kann. Wie im ersten Teil gab es einen Trick, der hat relativ gut funktioniert. Im zweiten Teil ist es deutlich schwerer auf Legendär.
Und ich habe es mir richtig schwer gemacht mit dem Safe-Game. Ich habe noch Hard-Modus reingemacht, das heißt, die Konkurrenz ist richtig hart und alles sehr schwer eingestellt und es war wirklich brutal und trotzdem habe ich es irgendwie hingekriegt. Am Samstag wird auch der Koop bleiben mit The Division, das werden wir dann mit dem Togusa machen. Sonntag soll dieser entspannte Tag werden, wo wir einfach chillt hinterm LKW sitzen, ein bisschen quatschen, ein bisschen LKW fahren und dann die Pro-Mods ein paar Touren machen. Ich bin auch nicht immer regelmäßig auf Twitch da, weil ich in drei Schichten arbeite, deswegen das habe ich mit reingeschrieben. Andere Projekte, wie zum Beispiel American Truck Simulator, würde ich weitermachen, wenn wir DLC davon haben. Wenn wir ein Event bekommen, wo jetzt zum Beispiel gesagt wird, fahre 8 von 8, 6 von 6, 12 von 12 Touren, würde ich das aufteilen, 6 ATS, 6 ETS, ETS dann im besten Fall ohne Pro-Mods, das heißt, da werden zwei neue Playlisten noch dazu kommen. Ansonsten gibt es noch sehr viele andere Projekte, die ich bis September durchhaben möchte. Zum einen Final Fantasy, das DLC, Final Fantasy Reunion will ich durchhaben, damit das abgeschlossen ist. Und die ganzen Projekte, die ich angefangen habe, und das versuche ich halt mit diesem System, was ich jetzt entwickelt habe, durchzuspielen, Witcher und sowas müssen wir natürlich auch noch machen. Das sind noch die Projekte, die aktuell noch kommen sollen. Star Wars Teil 1, Teil 2 soll auch noch kommen. Starfield, wenn es da ist, wird es vielleicht auch noch kommen. Dann noch Payday 3 wird wahrscheinlich auch noch irgendwann kommen. Also es gibt ganz viele Spiele, die jetzt momentan auf meiner Liste sind. Cyberpunk, das DLC, habe ich bereits vorbestellt. Ich warte drauf. Ende September werden wir das gemeinsam durchspielen. Ich habe da so Bock drauf auf das Game. Ja, es ist sehr viel, was ich vorhabe, sehr viel, was ich machen möchte. Und ich möchte euch sehr viel Content liefern. Guten Content vor allen Dingen. Und ich möchte natürlich, dass ihr zufrieden damit seid. Und deswegen versuche ich da eine ausgeglichene Variation zu bekommen. Und bin gespannt auf euer Feedback, wenn welches kommt und welche Ideen und Vorschläge ihr sonst noch habt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Genießt das schöne Wetter. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis dahin. Ciao.